Das ist die A. Lange und Söhne 1815 und sie ist die Einsteigeruhr der deutschen Traditionsmarke aus Glashütte und eine der am einfachsten gehaltenen Uhren aus dem gesamten Lange-Lineup und auch eine der günstigsten Lange-Uhren, die du kaufen kannst. Ich habe diese Uhr 2 Wochen lang getragen und sage dir in diesem Video die 5 wichtigsten Merkmale zur A. Lange und Söhne 1815 und gehe auf die häufigsten Fragen ein, die ich wie immer von euch im Vorfeld zu dieser Uhr bekommen habe. Wie trägt sie sich von der Größe? Wie ist die Qualität im Vergleich zu anderen High-End-Marken? Wie gut ist so eine Uhr in Sachen Alltagstauglichkeit und wie ganggenau ist eigentlich das Werk? Und ist die Uhr verfügbar oder braucht man eine Historie beim Händler? Ich beantworte dir in diesem Video diese und alle weiteren Fragen, die es zu dieser Uhr gibt. Ich verrate dir wie immer, was ich an der Uhr mag und was ich an ihr nicht mag. Und wenn du das Video zu Ende geschaut hast, weißt du ganz genau, was du zu dieser Uhr wissen musst, wenn du dich für sie interessierst. Eine kurze Sache vorab, wenn du mir auch Fragen zu meinen zukünftigen Uhren stellen möchtest, folge mir gerne auf Instagram. Dort mache ich immer einen Fragepost zu allen Uhren, die ich reviewe. Und du kannst dann deine Frage direkt dort stellen, dann nehme ich sie auch mit in das Review. Lass uns direkt anfangen mit Merkmal Nummer 1. Punkt Nummer 1 sind die Hard Facts und die Maße der A. Lange und Söhne 1815. Die Dresswatch ist optisch extrem basic gehalten. Sie zeigt euch einfach nur die Uhrzeit an und verzichtet komplett auf Komplikationen wie zum Beispiel ein Datum oder sogar solche ausgefallenen Sachen wie einen ewigen Kalender. Die Sekunde wird euch über ein kleines Hilfszifferblatt auf 6 Uhr angezeigt. Das Gehäuse besteht in diesem Fall aus 18 Karat Rotgold und das weiß wirkende Zifferblatt ist aus massivem Silber gefertigt. Dresswatch-typisch kommt die Uhr an einem Lederband. Das braune Krokodillederarmband verfügt passend zum Gehäuse über eine rot-goldene Dornschließe, mit der ihr die Größe ganz einfach anpassen könnt. Die 1815 hat einen Durchmesser von 38,5 mm, einen Lack-to-Lack von 45,3 mm und eine Dicke von gerade mal 8,8 mm. Dadurch ist die A. Lange und Söhne 1815 extrem schlank und rutscht schnell unter die Hemdmanschette, wenn etwas Diskretion gefragt ist. Obwohl die Uhr ziemlich gefällige und passende Maße für eine Dresswatch hat, wirkt sie durch die extrem schmalen und etwas längeren Hörner, die auch noch nach unten etwas abnicken, ein bisschen länger als sie tatsächlich ist. Die Uhr trägt sich dadurch minimal größer als andere Uhren mit 45, 46 mm Lack-to-Lack. Durch das schlanke Gehäuse passt sie trotzdem noch auf die meisten Handgelenke. Am besten sieht sie aber ab einem Handgelenksumfang von ca. 170 mm aus. Habt ihr kleine Randgelenke, solltet ihr die Uhr wie immer einfach vorher mal anprobieren. Ich finde zum Beispiel an meinen 165 mm Handgelenken sieht sie noch gut aus, ist aber auf jeden Fall so an der Untergrenze für meinen persönlichen Geschmack. Kommen wir zu Punkt Nummer 2 und das ist sowohl der Tragekomfort als auch die Alltagstauglichkeit der A. Lange und Söhne 1815. Gerade was die Alltagstauglichkeit angeht, habt ihr mir eine Menge Fragen gestellt. Wie trägt sie sich zuerst mal im Alltag? Ist sie überhaupt wasserdicht? Ist sie stoßresistent und nervt das tägliche Aufziehen des Handaufzugwerks? Eins vorweg, die 1815 trägt sich im Alltag wirklich ultra bequem. Ich würde sagen, auch viel bequemer, als sie vielleicht aussieht. Die Mischung aus schwerem Gehäuse und leichtem Lederband gibt euch einerseits ein wirklich hochwertiges Gefühl am Arm, andererseits wird die Uhr auch nach einem langen Arbeitstag am Handgelenk einfach nicht schwer oder unangenehm. Doch ist die Uhr eigentlich überhaupt für den Alltag geeignet? Tatsächlich absolut. Ihr müsst euch nur bewusst machen, dass es sich hier nicht um eine Rolex oder eine Omega handelt. Wollt ihr die Uhr täglich tragen, müsst ihr einfach etwas vorsichtiger damit sein. Ich würde zum Beispiel so eine Uhr niemals zum Sport anziehen und die Uhr ist mit 3 Bar Wasserdichtigkeit auch nur Spritzwasser geschützt. Das bedeutet, Hände waschen geht, alles andere wie Duschen oder sogar Baden oder Schwimmen solltet ihr schon alleine wegen dem empfindlichen Lederband auch lassen. Stöße solltet ihr bei empfindlichen Golduhren natürlich generell vermeiden. Das gilt insbesondere für die so filigrane A. Lange und Söhne 1815. Ob das tägliche Aufziehen nervt, muss jeder, finde ich, für sich selber entscheiden. Für manche ist das eine Art Ritual. Ich finde es tatsächlich auch nicht schlimm. Man macht es einfach irgendwann mal am Tag, dreht man kurz ein bisschen an der Uhr, dann ist sie wieder voll aufgezogen. Und objektiv betrachtet ist das natürlich im Vergleich zu einem Automatikwerk auf jeden Fall etwas weniger komfortabel, aber eigentlich kann es auch eine Freude sein. Alles in allem würde ich damit sagen, eine A. Lange und Söhne ist auf jeden Fall auch was für jeden Tag, es sei denn, man ist wirklich körperlich tätig, dann würde ich vielleicht doch eher zu einer anderen Uhr greifen.
Punkt Nummer 3 ist die Qualität und die Verarbeitung der Erlanger und Söhne 1815. Extrem viele von euch wollten wissen, wie sich diese vor allem im Vergleich mit anderen Herstellern im High-End-Segment schlägt. Wie ist die generelle Verarbeitung zum Beispiel von Gehäuse und Schließe? Wie ist die Verarbeitungsqualität im Vergleich auch zu einer Patek Philippe oder einer Audemars Piguet oder auch einer Rolex? Die Qualität und Verarbeitung ist durchweg auf extrem hohem Niveau. Ich denke, das überrascht keinen. Und wirklich auch mit unter dem Besten, was es im Bereich Luxusuhren gibt. Das Gehäuse überzeugt mit abwechselnd polierten und gebürsteten Flächen. Die Krone ist super schön griffig. Das Zifferblatt besteht, wie vorher schon gesagt, aus hochwertigem, massivem Silber. Und als Sahnetopping gibt es gebläute Zeiger, die das Auge verwöhnen. Das Lederband und die Schließe sind ebenfalls auf allerhöchstem Niveau. Das absolute Highlight der 1815 ist natürlich aber das Uhrwerk, welches mit einem Saphirglasboden natürlich ausgestattet ist. Die generelle Qualität würde ich in etwa auf Augenhöhe mit Patek Philippe, Audemars Piguet oder auch Rolex stellen. Nicht falsch verstehen, ich rede hier nicht von Handarbeit, sondern einfach von der Qualität. Vielleicht minimal drunter würde ich sogar das Gehäuse ansetzen, weil das von der Sächsischen Uhrentechnologie GmbH kommt, nicht von Lange selbst. In Sachen Werken ist der deutsche Hersteller jedoch so gut wie unschlagbar, vor allem durch die feine Handarbeit. Hier macht sich der hohe Grad an Handarbeit einfach bemerkbar und so bietet auch das Werk der Lange 1815, obwohl es ja überhaupt gar nicht groß kompliziert ist, ein unerreichtes Level an Perfektion in Sachen Qualität und Finissage und besonders dieser gelbliche, warme Look von Lange-Uhrwerken, finde ich, sucht einfach im ganzen Uhrengame seinesgleichen. Kommen wir damit zu Punkt Nummer 4. So schön und perfekt das Uhrwerk auch verarbeitet ist, wollten nämlich extrem viele von euch auch wissen, wie ganggenau ist so ein Uhrwerk einer Erlanger & Söhne und welches Werk ist überhaupt verbaut? Bei der Erlanger & Söhne 1815 kommt das hauseigene L051.1 zum Einsatz, welches ein Handaufzugswerk mit 55 Stunden Gangreserve ist und aus 188 Teilen besteht. Keine Sorge, das Werk hat mehr zu bieten als schöne Verzierung und bietet jederzeit auch gute Gangwerte, wie bei jeder anderen Luxusuhr auch, die Rang und Namen hat. Wie immer ist die Ganggenauigkeit bei mechanischen Uhren auch ein klein wenig vom Träger abhängig, sollte sich aber bei so einer Uhr bei ungefähr 3 bis 6 Sekunden pro Tag einpendeln. Kommen wir damit zum fünften und letzten Punkt, aber bestimmt auch einem der wichtigsten, nämlich Preis und Verfügbarkeit der Erlanger & Söhne 1815. Was kostet die Uhr? Ist die Uhr verfügbar oder braucht man auch ähnlich wie bei Rolex oder Patek eine Historie und eine gute Beziehung mit seinem Händler? Kann man sie darüber hinaus eigentlich überall kaufen oder nur in Boutiquen? Die Erlanger & Söhne 1815 hat einen Listenpreis von 27.300 Euro. Die Uhr ist sowohl bei Erlanger & Söhne Boutiquen als auch bei ausgewählten Konzis wie zum Beispiel Wempe erhältlich. Eine Historie beim Konzessionär braucht ihr tatsächlich dabei nicht. Ich war zum Beispiel sowohl auf der Erlanger & Söhne als auch auf der Wempe Homepage und hätte dort die Uhr einfach online bestellen können. Sicherlich ist die 1815 keine Uhr, die in großen Stückzahlen produziert wird. Es sollte jedoch kein Problem sein, die Uhr beim Konzessionär zu bekommen, sogar inklusive einem Rabatt, da sie eben auf dem Graumarkt deutlich günstiger ist, zum Beispiel, wie vorher schon erwähnt, bei Max Rotfuß. Kommen wir damit zu den Sachen, was ich an der Uhr mag und was ich nicht mag. Was mir besonders gut gefällt, ist die Einfachheit des Modells, als auch natürlich die Finissage, also die Handverarbeitung des Uhrwerks, welches ganz klar optisch ein Highlight der Uhr ist. Wenn man die Lange 1815 im Handgelenk hat, kann man wirklich schon spüren, wie viel Know-how und echte Handarbeit mit eingeflossen ist. Und das macht einen wirklich auch stolz, wenn man so ein Piece trägt. Ich muss sagen, das ist wirklich so, damit ich einen Punkt habe, den ich sagen kann, wenn ich mir was aussuchen würde, obwohl es nicht wirklich wichtig ist, sind es die etwas längeren Hörner. Damit wirkt das flache Gehäuse einfach etwas länger, als es sein müsste. Aber ganz im Ernst, ich finde insgesamt sieht es trotzdem noch top aus. Und gerade bei eleganten Uhren finde ich es schön, wenn sie halt etwas kleiner gehalten sind. Das waren sie, die 5 Punkte, die du unbedingt beachten musst, bevor du dir eine Erlanger & Söhne 1815 kaufst. Du weißt jetzt ganz genau, worauf du achten musst. Du weißt, wie groß sie sich trägt, wie alltagstauglich die Uhr ist, wie die Qualität im Vergleich zu anderen High-End-Marken, wie zum Beispiel Patek Philippe ist, welches Uhrwerk verbaut ist, wie ganggenau dieses Uhrwerk ist und wie es natürlich auch rund um die Verfügbarkeit für diese Uhr aussieht. Du sollst auf jeden Fall jetzt eine gute Entscheidung bezüglich der Erlanger 1815 treffen können, wissen, ob sie ein guter Kauf ist für dich oder nicht. Und wenn dir das Video gut gefallen hat, freue ich mich gerne über einen Daumen hoch. Wenn du regelmäßig neue Uhren-Reviews sehen möchtest, dann abonniere unbedingt den Watchwise-Reviews-Kanal. Und das ist relativ wichtig. Der YouTube-Algorithmus wird euch auf eurer Startseite fast nur Rolex vorschlagen, weil es einfach die beliebteste und gehypteste Marke ist. Solche Reviews wie dieses gehen vermutlich total unter, deswegen unbedingt Glocke aktivieren, dann bekommt ihr eine Benachrichtigung, immer wenn ich ein Video hochlade und dann könnt ihr
ihr eben selber entscheiden, ob ihr dieses Review schauen wollt oder nicht und müsst es nicht vom YouTube-Algorithmus für euch entscheiden lassen. In diesem Sinne wünsche ich euch alles Gute. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann.